Logisches Hey-Ho, bum, 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 bum. Digga, der Ulf Gieswein, der liebt seine Realschule. Was ist mit seinen Augen los, der Arme? Wir verstecken uns und du musst uns einfach nur tippen. Das ist alles. Einfach nur antippen? Einfach nur antippen. Okay. Ja. Was sollte ich hinbekommen? Das ist ein bisschen belastend, ich kenne hier nichts. Ich warte im Versteck mit meiner Glock. Mal schauen, wer dann lacht, ha? Ich warte im Versteck mit meiner Glock. Ja, wieso kann ich mit meiner Glock nicht mehr aimen? Aber schießen. Junge! Wieso brennst du denn jetzt? Weiß ich nicht. Machen das die Blöcke? Hier ist aber eins. Komm mal her, hier. Genau, da am Rand. Guck mal hier. Ja. Ich kann nicht sprinten. Bro, warum brennt man denn? Hier ist irgendwo Feuer. Okay, warte, jetzt muss ich mich auch wieder fix verstecken in meinem perfekten OP-Versteck. Leute, aber ganz kurz, ich kann nicht sprinten. Brauchst du Hilfe? Warte, dann komme ich nochmal raus und stehe dir bei. Warte. Ich bin jetzt in der Küche, hier sind... Okay, du meinst, war eine menschliche Hand als Skelett, Digga. Ah, das ist... Was wurde da gegessen, ja, ne? Ja, Karins Cafete, Alter. Let's go. Okay, oben easy, ist abgesperrt. Sagt er, okay. Oben ist abgesperrt. Ja, ist schon mal gut. Oben ist abgesperrt. Sonst gibt's eine Glock. Wo bin ich denn hier, Alter? Ist das eine Sekte? Hä? Die Ulf-Gieswein-Schule wird mit starker Hand geführt, okay? Geschichte wird nicht so geschrieben. Was? Hä? Ist Geschichte falsch geschrieben? G-E-H. Das ist G-Schichte. Hast du die Autogrammkarte eingerahmt? Ja, die habe ich tatsächlich eingerahmt. Ich bin auch die ganze Zeit überlegen, ob ich die ganze Schokolade einfach esse. Mein Movement ist stark eingeschränkt, dadurch, dass meine Kniescheibe rausgeflogen ist. Digga, weil du so blöd bist, deine Sprinttaste festzulegen. Das obere Ding ist ja gesperrt. Ja. Es gibt hier nicht so viele Räume. Doch, es gibt richtig viele Verstecke. Es gibt richtig, richtig viele. Hä? Keller? Nee, da ist gar kein Keller. Es gibt keinen. Es gibt keinen Keller. Das sah kurz so aus, als wäre da eine Treppe, aber da waren gar nicht. Okay, jetzt gucke ich hier mal alle Schränke rein. Gambo, lauf mal aus dem Lehrerzimmer raus. Okay. Warte. Warte, ist das da mit dem... Geh zum Bioraum zurück. Ah! Junge! Wo bist du jetzt? Holy shit! Ich wurde mit der Blende... Junge, spielen wir CS oder was? Er wollte mich verarschen. Junge! Ihr seid unsichtbar! Ey, hör auf mich anzuschießen, ich sterb gleich. Stimmt, das wäre ja voll was gemein. Von wo wirfst du die denn runter? Ach, da oben, wie kommt man da denn hin? Und wenn ich das 20 Minuten machen muss, dann mache ich es 20 Minuten. Ja! Nein! Oh, let's go! Ja gut, ich habe aber auch hart getrollt. Warte, ich mache Ablenkungsmanöver. Ich weiß, dass die beiden irgendwo im Gang hier hinten sind. Ich habe 10 Jahre CS gespielt. Ich weiß, wie man die Dinger dodgt. Mama Ryan war in irgendeinem von den Blumentöpfen, aber ich weiß nicht mehr, war das der hier vorne oder war das hier hinten? Lol, Ryan, nee, Ryan hat wirklich sein Versteck gewechselt. Beifett. Bei den Knöpfen passiert auch nichts. Hast du gerade Falltüren aufgemacht? Ja, ich mache hier gerade. Okay. Ah. Ich hab das doch gecheckt, oder? Ja, ich hab das doch gecheckt. Hier, ich stand hier um die Ecke und dann bin ich schnell hier hingesneakt, weil ich dachte, was gleich die andere. Wärst du in der Ecke geblieben, hätte ich dich da nicht gefunden. Als hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Tabea der Letzte ist. Das Letzte. Pack die Waffe weg. Pack du sie weg. Ich hab auch eine Waffe. Ja, okay! Ja, wie sieht's jetzt aus? Okay, wie wär's, wenn wir uns doch zusammennehmen und jetzt Tabea suchen, anstatt dass wir uns hier gegenseitig abschießen? Die Kniescheibe! Man muss aber hier in der Schule drin bleiben, ja, oder? Ja, definitiv. Okay. Also, sie muss hier irgendwo sein. Ich lauf Banane runter. Hä, das kann nicht sein. Gib einen Tipp. Das ist gut, oder? Hä, das kann nicht sein. Warte mal, in der Nähe von Ryan. Ryan, in Ryans erstem Versteck? So, warte, jetzt wollte ich mir kurz noch den Schreibfehler angucken. Ah, Geschichte. Oh, Junge, die Ulf-Gieswein-Schule treibt mich in Wahnsinn. In der Nähe von Ryans Versteck. Jetzt geht's aber richtig los hier. Die ganze Zeit nur nörgeln. Natürlich, das ist eine Schule. Eine Schule? Aber was für eine Schule? Junge, hier hat ein Schüler einfach eine Blendgranate auf seinem Tisch. Das stimmt doch gar nicht. Doch. Alle anderen so mit Pilzen und Blumen und Seeds und er
Granate. Ja, Hans hat's mal wieder übertrieben. Ryan, jetzt rück raus damit. Wo bist du? Hä? Wo bist du versteckt? Hä? Ich weiß es nicht. Yo! Okay. Was? Wo? Ah, ja. Ich weiß es. In so einem Blumentopf? Nee. War das nicht bei dir in der Nähe? Doch, doch. Hä, ja, wo denn? Hier draußen irgendwo. Ja. Doch, nur in der Nähe. Warte. Gambo war hier, glaube ich, auch. Der meinte, ein Boxsack. Ja. Das war ganz nah. Nein. Oh, ich habe das dahinter gecheckt. Hier. Ach, lol. Oh. Karins Cafete. Opfergabe an den großen und allmächtigen Ogol. Alles klar. Ich glaube, der Ulf ist das im Religionsunterricht? Das ist der Religionsunterrichtsraum, ja, ja. Ja, das da, wo diese komischen Opfergaben stattfinden. Oh, großer Ogol, möge die Ernte dieses Jahr prächtig verlaufen. Ich habe dir doch einen Tipp schon gegeben, dass ich in Karins Cafete bin. Ja, aber was interessiert mich das? Scheiß auf Karin. Scheiß auf Karin. Die Alte. Jetzt mal ehrlich, Junge. Die Karin. Die mit ihrer dummen Cafete. Ich zieh jetzt meine Hose aus. Nein, weißt du, wo es schön ist? In Karins Cafete. Da habe ich die besten Momente meines Lebens erlebt. Imagine, du hast mich noch nicht gefunden. Oh, Leute, du siehst meinen Arsch. Nein! Okay, Ryan, ich komm für deine Ass-Cheeks. Immer so ein Großkotz und dann steht er so, dass man ihn sieht. Nein. Ich pack mich so dazwischen, machst du das U-Boot. Ach so, okay. Steck meinen Kopf da rein. Gambo. So ein krasses Versteck kannst du ja gar nicht haben. Ich hab ein überwildes Versteck. Aber es ist in der Schule. Es ist krank. Ja, natürlich. Es ist riesengroß, so wie mein... Aber so cool wie Karins Cafete scheint es ja nicht zu sein. Karins Cafete ist ein Scheißdreck dagegen. Oha, wie redest du über Karin? Die war für mich in den schlimmsten Tagen da, wirklich. Leg die Waffe weg, Tabea. Wir sind auf einer Seite. Schieß ihn im Kopf. Jetzt suche ich nicht mehr. Ich beteilige mich nicht mehr an der Suche. Ich muss immer noch pipi. Dann geh doch. Hä, wo war... yes. Ach, Gambo, das ist nicht dein Ernst. Scheiße. Digga, das hat nicht mal... Das Einzige, was jetzt gedauert ist, dass ich mir... Scheiß drauf. Verdammt nochmal meine Kniescheibe. Gib dir doch, Gambo, komm. Ich habe Zugriff auf deine Krypto-Wallet, also überleg dir, ob du mich bescheißt. Regie, das wird rausgeschnitten. Traurig. Das war wirklich 1A traurig. Ist jemand in Karins Cafete eigentlich? Ja. Nee, leider nicht. Karins Cafete. Digga, ich habe halt Gambo noch mal eine Chance gegeben. Und die hat er auch wirklich anscheinend gut genutzt. Komm raus. Krieg ich auch noch eine Chance. Du kriegst ganz bestimmt keine Chance. Das war übel das Sweat-Versteck. was ist das denn hier? Kuckuck. Jetzt hat wirklich Gambo gewonnen. Das gibt let's es nicht. Go, das gibt go. Es nicht. Das okay, ist so... Okay, let's go. Er muss irgendwo in diesem Quadranten warte, sein. Warte, was ist die Richtung? Ich war ja, wenn man reinkommt, habe ich ihn hier gefunden. Und ich... Nochmal. Da war er. Gambo, let's go. Nein, das war ich nicht. Gambo, sind deine Kniescheiben immer noch kaputt? Warte mal, hier ist so ein richtig krasses Versteck. Hier. Gott, Gambo! Nein, er steht wieder im gleichen Versteck. Ernst? Oh, Junge, Gambo, Alter. Ich pack mal kurz meinen Zollstock aus. Ich glaube, Gambo hat versagt. Oh, jetzt wahrscheinlich bist du auch keine Hilfe jetzt, weil du kein Versteck kennst, außer das. Ich hätte Gambo halt fast mein Versteck gezeigt. Ah. Oh, ich habe schon meinen Proteinshake hier gerade ready. Da kam eine Granate. Ja, ich hab's gesehen. Ich wusste, dass er hier drin ist. Oh, komm, Boys, gebt euch nochmal einen Ruck. Ich will wirklich gewinnen. Sucht erster Wehr, bitte. Ich brauch das fürs Ego, bitte. Boys, jetzt kommt schon.
Ich sehe, dass ihr noch in dem Raum seid. Wir immer noch vor dem Raum patrouilliert. Ihr seid so gemein. Nee, ist schon so still. Ich werde, ihr seid 100 Mal an der vorbei. Beende Freundschaft nach der Aufnahme. Nach der Aufnahme. Nach der Aufnahme sind wir eh keine Freunde mehr. Wir sind nur in der Aufnahme befreundet. Bestimmt. Zum Beispiel habe ich Ryan nicht mal zum Geburtstag gratuliert. Ryan hat Geburtstag? Ja. Vor 3 Tagen. Echt? Ja. Alles Gute nachträglich. Oh Gott, Gambo, peinlich. Gambo, dass du schon wieder hier bist, ist so unverschämt. Ach so, ja, weil, guck mal, die Ecke ist hier und sie hat gesagt, in der Nähe. Eigentlich bin ich auf der Suche nach Tabea gerade. Ja. Also es kann, denke ich, nicht die Ecke sein, weil er mich da am Fenster gesehen hat. Das heißt, muss irgendwo hier in der Hälfte sein, denke ich. Aber wo soll ich denn hingegangen sein? Ihr wart doch alle in dem Raum, oder? Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen. Wie läuft's? Wie läuft die Suche? Gut. Echt gut. Da werdet ihr euch so in den Arsch beißen. Das könnt ihr mir glauben, wirklich. Ich bin eins mit der Umgebung. Na. Bitte leg die Waffe weg, Tabea! Ist alle langweilig. Keine Menschen mehr. Dann auf die altmodische Art.